Kommt gerne in mein Büro rein. So künstlich. Okay. Mein Name ist Jens Deutsch-Riene, ich bin Sprecher für Bürgergeld und Vorsitzender der jungen Gruppe innerhalb der Bundestagsfraktion. Und das ist mein Bretterporträt. Ich möchte mit euch gemeinsam jetzt anpacken und eine neue Generation Juli starten für die Freien Demokraten. Ich war Bundesvorsitzender der Jungliberalen 2020 und 2021 und deren Spitzenkandidat zur Bundestagswahl. Und da sind ganz, ganz viele Punkte. Und jeder Punkt soll für einen Erstwähler stehen, damit ich mich immer wieder daran erinnere, dass auch meine Aufgabe ist, insbesondere die jüngere Generation zu repräsentieren und mich für deren Interessen einzusetzen. Ja, das kommt noch drauf an, wie ich die Möbel stelle, das weiß ich noch nicht. Aber dann kommt das so, dass ich das vom Schreibtisch aus sehen kann. Und dann werden noch die Platten aufgehangen. Das sind zwei Haftbefehlalben. Also Deutschrap, aber da ist auch eine Metallica dabei. Als nächstes habe ich ein Gespräch mit einer Personalrätin der Jobcenter Märkischer Kreis. Die ist auch in der Bundesarbeitsgruppe und die interessiert sich als Mitarbeiterin der Jobcenter, was bei der Hartz-IV-Reform passiert. Wir werden das jetzt zum sogenannten Bürgergeld reformieren und das wird sie in ihrer Arbeit beeinflussen und da wollen wir uns austauschen. Sie hat vielleicht auch ein paar Anregungen aus der Praxis. Ich nenne das immer Realitätscheck, also bevor wir was machen, vielleicht mal mit Leuten sprechen, die davon betroffen sind. Nehmt ihr an dem Gespräch jetzt auch teil? Das wäre die Frage gewesen, ob wir dazukommen. Würde ich sagen, würde sich lohnen. Ich habe meine erste Rede erst am Donnerstag. Wenn ich mir so Gedanken mache und Stichpunkte, dann ist es besser von der Rhetorik, als wenn ich anfange zu lesen. Ja, es ist notwendig und vollkommen richtig, dass wir Unterstützung und Entlastungsprogramme auf den Weg bringen. Aber die wichtigste soziale, gesellschaftliche und wirtschaftspolitische Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass der soziale Hintergrund, die Hautfarbe, das Geschlecht, Geldbeute der Eltern nicht über Chancen im Leben entscheiden, sondern Leistung, Fleiß und Tatendrang. Ja, häufig finden Medien ist dann auch noch interessant, über meinen familiären Hintergrund zu sprechen. Also meine Mutter war alleinerziehend und ist zum Lebensunterhalt unserer Familie putzen gegangen. Also eher einfache Verhältnisse. Aber ich weiß, dass viele in der Fraktion und auch in der Partei eigentlich aus ähnlichen Verhältnissen kommen. Beispielsweise Christian Lindner, was viele ja gar nicht wissen, der mal auf dem Juli-Bundeskongress davon berichtet hat, dass er einen sozialen Wohnungsbau nicht nur aus dem Bebauungsplan kennt, sondern selbst drin gewohnt hat und die Mutter ja ebenfalls alleinerziehend war. Ich habe in einem Interview in der Zeit mal gesagt, dass ich durch YouTube Tutorials mehr mich auf meine schriftliche Abi-Prüfung vorbereitet habe und mehr gelernt habe als im Matheunterricht. Also wieso gibt es keine E-Tutorial-Bibliothek deutschlandweit, wo jeder Schüler nochmal den Unterricht nachholen kann? Wäre digital möglich. Ich glaube, es scheitert nicht an dem Willen an Bettina Stark-Watzinger, wir werden viel machen. Es scheitert häufig an dem Bildungsföderalismus und an den Bundesländern auch. Es geht ja auch darum, wirklich dadurch eine individuelle Förderung zu machen. Momentan ist es so bei einer Fremdsprache, wenn ich beispielsweise bei Französisch eine 5 habe nach der Klausur, dann sagt der Lehrer, ja, war nicht so gut, Jens, wir machen jetzt weiter im Stoff. Dann müsste man es selbst nachholen, aber theoretisch wäre es auch möglich, dass man das wie bei einer Fahrschul-App eine Fremdsprache auch monitort, wie ist mein Lernerfolg, welche Lektion muss ich zurückholen, dann auch im Klassenverband mal wieder was unterrichtet und der Lehrer könnte sogar vor Klausuren sehen, wo sind eigentlich die Stärken und Schwächen und dann auch nachsteuern. Also wir könnten ganz anders über das Lernen sprechen, wenn wir digitale Möglichkeiten im Unterricht einbinden. Alter ist weder eine Qualifikation, also es macht mich nicht zu einem besseren Abgeordneten als andere, nur weil ich jünger bin und da vielleicht ein bisschen frecher, frischer und mutiger mal in Vorschlägen. Ich bin aber auch kein schlechterer Abgeordneter, nur aufgrund des Alters. Ich glaube, man sollte jeden
unabhängig von Alter, Geschlecht oder Herkunft betrachten. Was ich in 10 Jahren politisch mache, weiß ich noch gar nicht. Und ob ich dann überhaupt Politik mache. Ich habe das immer so gehalten, dass ich einfach das Mandat oder den Posten, den ich gerade habe, einfach mit viel Leidenschaft mache. Und dann eröffnen sich manchmal Türen. Und ich entscheide mich jetzt am Ende der Legislaturperiode, ob ich nochmal antrete daran, ob immer noch die gleiche Leidenschaft ist oder der Betrieb mich vielleicht auch zu sehr glatt geschliffen hat. Das ist alles auf Zeit, deswegen mal gucken, was kommt. Und sonst gucke ich auch zum Ausgleich gerne Trash-TV. Nee, so richtig so Are You The One und Love Island und so, das ist richtig trashig. Ja, du wirst da einfach so beschallt, ne? Und das ist jetzt auch nicht intellektuell sehr anspruchsvoll.